ist es eigentlich möglich, dass man 16 Tage, nachdem man einen Marknagel aus dem Oberschenkel kriegt und eine Versteifung der Brustwirbelsäule auf einem Berg oben sitzt. Selbstverständlich ist das möglich, und wie das möglich ist, das seht ihr jetzt in diesem Motivationsvideo von mir. Grüß euch Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Franz vom YouTube-Kanal Alpine Momente. Bei mir geht es jeden Montag und Donnerstag am Kanal rund um Motivation und Bergsport. Dieses Video ist ein besonderes Video. Es geht um die Dokumentation eines massiven Eingriffs in den Körper. Ich bin vor fast 2 Jahren 1 Kilometer lang und 400 Höhenmeter in die Tiefe mit einem Schneebrett die Göll-Ostwand abgestürzt. Ich habe mich extrem dabei verletzt, wäre fast dabei gestorben. Ich habe nur überleben können, weil ich im Krankenhaus von richtigen Profis operiert worden bin. Ich habe einen Marknagel in den Oberschenkel reinbekommen, den habt ihr da jetzt gesehen. Der ist da. Genauso ist die Brustwirbelsäule versteift worden. Insgesamt waren das 8 Schrauben, die in die Brustwirbelsäule reingekommen sind. Auf jeden Fall ist es bei mir vor 16 Tagen so weit gewesen, dass das Ganze alles entfernt worden ist. Ich habe diesen Prozess dokumentiert für euch, und das wird jetzt an der Beginn dieses Videos sein. Die Phase unmittelbar bevor ich ins Krankenhaus reingekommen bin, bis ich dann eben das Krankenhaus verlassen habe und wie der Regenerationsprozess dann vor sich gegangen ist. Und am Schluss des Videos werdet ihr kurze Aufnahmen sehen, wie es dann eben dazu gekommen ist, dass ich mittlerweile wieder nach 16 Tagen am Berg stehen kann. Die zentrale Message in dem Video wird sein: Du kannst alles schaffen, wenn du nur dran glaubst und im Rahmen deiner Möglichkeiten die Ziele definierst. Viel Spaß mit diesem Video. Jo Leute, grüß euch. Heute ist der 27.08.2019 und es geht ans Eingemachte. Ich gehe ins Krankenhaus und werde geröntgt, und wenn es passt, werden mir die Implantate am 5. September entfernt. Und diesen Weg zurück, weil ich werde wieder schwer verletzt sein. Es wird um Motivation gehen, das will ich euch mitgeben. Kommt mit und begleitet mich auf meinem harten Weg zurück. Ich war ja bereits im März im Krankenhaus. Damals hat der Doktor gesagt, es ist noch zu früh, mir die Implantate zu entfernen, weil der Knochen noch nicht vollständig verheilt ist. Ich erhoffe mir, dass das jetzt der Fall ist, weil ohne Operation wie geplant Anfang September stattfinden kann, dann ist unter anderem auch die Skitourensaison nicht gefährdet. Ja, jetzt stehe ich da und bin schon gespannt, was mich erwartet. So Leute, sehr gute News, ihr habt es gesehen, wie spät das ist. Ich habe jetzt gerade einmal 1,5 Stunden gebraucht und war in der Röntgenuntersuchung. Danach war ich beim Arzt und danach war ich noch in der Narkoseabteilung. Und das alles in 1,5 Stunden im UKH, ohne dass ich einen Termin gehabt habe, einen fixen. Also die sind wirklich auf Zack, voll cool. Ja, Fakt ist, dass alles geheilt ist und dass alles rauskommen wird bei mir. Ich muss am 4. September ins Krankenhaus rein. Am 5. September werde ich operiert. Und ja, es ist höchste Zeit, weil beim Nagel, der hat schon zu viele Höhenmeter mitgemacht, da ist einiges abgebrochen. Aber das wird alles entfernt, freue mich schon drauf. Und bei der Brustwirbelsäule passt alles, alles gut geheilt. Da ist das Wichtige halt, dass das Implantat rauskommt, weil es könnte sonst jederzeit irgendwann einmal brechen. Das wird irgendwann einmal der Fall sein. Fakt ist aber auch, dass ich in der Brustwirbelsäule eingeschränkt werden bleibe. Das merke ich jetzt schon, dass ich mich nicht so stark links und rechts drehen kann, dass ich da eingeschränkt bin. Schade, dass das so bleibt, aber ja, ist halt so. Ich werde mich trotzdem nicht davon unterkriegen lassen. Ja, und jetzt dann genieße ich den restlichen Tag und gehe dann heute in Nachtdienst noch. Jo Leute, mittlerweile ist der 3. September. Ich habe in der Zwischenzeit überhaupt nichts aufgenommen, was die Operation anbelangt. Es hat zwei Hintergründe. Erstens hat es überhaupt nichts Neues gegeben. Und zweitens, ja, bin ich eigentlich den letzten Tag nur mit Arbeiten, Videoschneiden und Schlafen beschäftigt gewesen.
Die letzte Bergtour, die ich gemacht habe, war auf dem Großvenedig rauf. Die Tour habt ihr eh gesehen. Morgen werde ich ins Krankenhaus einrücken müssen und übermorgen werde ich operiert. Bin schon gespannt, was mir erwartet. Und es ist geplant, dass ich am 30. September einen internen gesunden Untersuchungstermin habe und am 1. Oktober wieder zu arbeiten beginne. Ich gehe jetzt dann in meinen letzten Nachtdienst und morgen geht es dann in der Früh ins Krankenhaus. Ich muss sagen, ich habe schon Angst, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt. Aber es hilft im Endeffekt eh nichts. Ich muss so nehmen, wie es ist. Und es gibt Rückschläge im Leben und da muss man das Beste einfach draus machen aus der Situation. Ich bin schon so oft auf die Goschen gefallen, schon so oft Rückschläge erlebt und jedes Mal habe ich mich wieder rausgekämpft. Es gibt eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst auf und dann hast du schon verloren, oder du stehst auf, trittst dir in den Arsch und bleibst hart und machst was draus. Und genau so werde ich es auch machen. Der Arzt hat gesagt, 3 bis 4 Wochen bin ich wieder da und ich werde in 3 bis 4 Wochen wieder fit sein. Ja, es ist echt so, wie spät das ist. 7 in der Früh, Nachtdienst hinter mir. In 3 Stunden klingelt der Wecker und dann heißt es aufstehen, ab ins Krankenhaus. Noch bin ich entspannt. Mal schauen, ob ich überhaupt noch ein bisschen schlafen kann. Ja, Mahlzeit, Leute. Jetzt ist es gerade 13 Uhr und ich bin aufgestanden nach dem Nachtdienst. Da seht ihr es, so schaut es aus in Salzburg. Ich bin gerade am Weg ins Krankenhaus. Jetzt geht es dann bald dem Nagel von Franz an den Nagel. Ha, cooler Spruch. Ja. Ich habe mich mittlerweile mit der Situation angefreundet. Ich muss sowieso so nehmen, wie es kommt. Dann schauen wir, wie es kommt. Ich bin echt schon gespannt drauf. Was auch ein bisschen eine Herausforderung ist, das muss ich noch abklären mit meinem Morbus Crohn. Ich kann nicht jedes Schmerzmittel nehmen, vertrage nicht alles. Nicht jedes Schmerzmittel ist gut bei einem Morbus Crohn. Es gibt Schmerzmittel, die einen Schub auslösen können. Und dementsprechend muss ich meinen Internisten anrufen, dass der das genauer weitergibt, welche Schmerzmittel, dass ich dann bei der Vollnarkose und danach bekommen darf. Jupp. Also ihr seht es, Selbstverantwortung ist das A und O, nicht nur im Bergsport, auch im normalen Leben. Selbstverantwortung, nicht die Verantwortung auf andere abschieben. Mittlerweile habe ich die Aufnahme hinter mir und ich habe sehr gute Nachrichten. Sofern nichts dazwischen kommt, kann ich bereits am 9. September, das ist 5 Tage nach der Operation, das Krankenhaus entlassen. Die Vorbereitungen sind gut gelaufen zur Operation. Da sieht man, der linke Fuß ist bereits markiert, genauso hinten die Brustwirbelsäule, dass da operiert wird. Alles professionell abgelaufen. Ich habe da bereits meinen Zugang bekommen. Blut ist mir abgenommen worden. Und ja, jetzt noch was zu warten. Ich genieße den restlichen Tag noch, sofern man das genießen nennen kann. Aber ich bin echt guter Dinge. Ich bin auf der Dachterrasse heraus. Die Hand zittert gerade ein bisschen. Ich hoffe, das macht nicht zu viel aus, euch zuschauen. Schaut euch das einmal an, Leute. Da vorne Sonnenuntergang und da vorne die Festung Hohensalzburg. Also es ist schon ein Traum da in Salzburg. Mittlerweile ist es kurz nach 19 Uhr. Der Operationstermin für morgen steht noch nicht fest. Der OP-Plan steht noch nicht fest. Ich werde das Ganze um 21 Uhr erfahren. Aber ich bin eigentlich ziemlich chillaxed, wie man so sagen würde. Und bin ziemlich müde, geschlaucht vom Nachtdienst von gestern. Ich werde mich jetzt dann ins Bett hauen, verschüssen, schlafen. Darf dann eh nichts mehr essen ab Mitternacht. Und dann schaue ich mal, was der morgige Tag außer der Operation so bringt.
Das Zimmer zeige ich euch heute nicht. Es ist ein Viererzimmer, es ist voll belegt. Und ja, aus Respekt oder Rücksichtnahme auf die anderen Patienten, die drinnen sind, zeige ich es euch nicht. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Vielleicht können wir dann später nochmal aus dem Zimmer aufnehmen. Auf jeden Fall wünsche ich euch gute Nacht und bis bald. So sexy, oder? Ist ein richtiger Marschlaffatzkämpfer an mir verloren gegangen. Naja, so schaut's aus. Ich habe mich noch ins Bett. Und ihr seht mich erst wieder, wenn ich von der Operation erwacht bin. Gute Nacht. So, ich bin jetzt gerade aus dem OP aufgekommen. 6 Stunden lang hat der Spaß dauert. Der Nagel ist eingewachsen. Jetzt haben wir uns da ein bisschen was vom Knochen wegschlagen müssen. Aber im Endeffekt ist alles so gut gegangen. Und ja, das war's. Schauen wir mal, was die Ärzte morgen sagen. Ich hau mich jetzt dann wieder über die Häuser. Da ist schon der erste alpine Momente-Team, Ricardo. Ersten Tag nach der Operation ist er gleich schon da. Oder direkt am Tag vor der Operation. Voll cool. Vor allem, wenn ich schon in der Nähe bin. Ja. Muss ich schon vorbeischauen. Sehr nice. Und die ersten Touren werden wir jetzt dann auch gleich schon planen, gell? Fix. Lackenkogel. Ausrennen. So, erst mal Zähne putzen ist auch schon gegangen. Wird schon. Das ist jetzt nicht so dokumentarischen Zwecken. Sag einmal Hallo. Gewaltig. Gewaltig. Da haben wir schon da, gell? Da schaut's. Schau. Wie viel haben wir jetzt schon gegessen? Wie viel? 3, 6, 9, 12, 14. Wer ist das 15.? Na, das kriegst du noch, weil du musst groß und stark werden. Na, dann mal jetzt auch. Gut. Pipi-Fan. So, schaut's, liebe Leute. Die drei Humpelhaxen vom Venediger gemeinsam versammelt. Aber mittlerweile bin ich der ärgste Humpelhax. Oh, oh, ich erhebe nicht einmal auf. Der Humpelfranzei. Der Humpelfranzei. Ja, ist eisenfrei. Ja, eisenfrei. Via Ferrata. So schaut's aus. Ja. Gar so oft erlebt man das eh nicht, oder? Voll sexy. Voll cool. Wer braucht sowas schon? So, Tag 2 Post-OP. Ich hab die ganzen Schleicherl schon rausgekriegt. Ah, da, das ist ja außen, habe jetzt dann gar nichts in meinem Körper. Hinten drinnen waren 2 Drainagen und da war eine. Alles ja heraus, hat ein bisschen weh da. Und in einer Stunde darf ich aufstehen. Schauen wir mal,
wie das nachher sich anfühlt. So Leute, und ich habe zwar die erste Aufnahme, wie ich zu Fuß gegangen bin, nicht aufgenommen, weil es nicht gegangen ist. Aber ich habe jetzt an die 60 gleichen Gruppen, die ich voriges Jahr gehabt habe, und die habe ich von ganz einem besonderen Menschen. Das gibt es mir jetzt einmal. Das zeige ich mal her. DSGVO-konform? Genau, ja. Das ist der Daniel. Grüß euch. Genau. Und der Daniel, der hat mir voriges Jahr noch einen gelost und vorher seine Gruppen schon gelichen. Und gestern, glaube ich, hast du mir geschrieben, gell? Die Gruppen warten auf dich. Ja. Die Gruppen warten auf mich und heute hat er es mir vorbeigebracht. Jetzt habe ich keine Krankenhausgruppen mehr. Und mit vor allem sind echte Hochgebirgsgruppen. Ja, genau, schaut einmal. Wo ist die Höhlenrettung drauf? Ah ja, genau. Höhlenrettungskonform, Pipify perfekt. Mit den Gruppen kann man sogar stören gehen, das zeige ich euch. Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber ich brauche keine Füße, das ist mir zwei Freude. Der Vorteil ist, dass wir im Krankenhaus sind. Die Rettungswege sind kurz. Genau. Warte, ich gehe runter. Genau. Aber nicht, dass man da unter den Kittel schaut. Nein, schau den Kanäle auf und holen ab. Daumen auf. Ja, yeah. Wichtig ist, dass man immer mit dem verletzten Fuß zuerst absteigt. Genau. Ich darf übrigens voll belasten, mache ich aber nicht, weil ich mir das ersparen will, dass ich eine Schonhaltung reinkriege, so wie voriges Jahr. Genau, so geht der Spaß. Und ja, jetzt renn nicht so schnell. Nein, nicht. Das wäre schon wieder. Kann ich schon jetzt schon, oder? Jetzt schaut es gewaltig aus. Die, die Videos kennen, gleich Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, aber Leberkassen am Nachmittag noch besser. Gewaltig. Gewaltig, danke Max. Bitte. Mach mich gut, keine Ahnung. Schaut euch das an, fetter Daumen rauf. Ich glaube, der kannst du gleich ohne Gurken spazieren. Da seht ihr, wenn man sich eine Thrombosespritze spritzt. Alkohol macht Birne hohl. Sehr nice, gell? Fast schon episch. Sehr nice. Ich hasse das. Soll ich Ihnen eine Aufnahme machen, oder? Nein, ich glaube, das reicht so. Ja. Boah, das riecht. So. Gott, der Kamera war um. Ah, ich hasse es. Da ist das Blut drin auch noch aus. Na, wei, ah, so, gut. Jo, Sportfreunde, ich begrüße euch jetzt am Tag 3 Postoperation. Gestern habe ich bereits eben die Schläuche rausgekriegt, habe die Krücken in die Hand genommen, habe begonnen, dass ich mich selber mobilisiere. Mittlerweile war die nächste Visite da und es hat geheißen, voraussichtlich, wenn nichts dazwischen kommt, ist angedacht, bis so circa Mitte nächster Woche werde ich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das heißt, es verzögert sich vom ursprünglichen Plan um 1 bis 2 Tage, aber das ist durchaus okay. Vor allem, weil die Operation auch nicht wie geplant ca. 2,5 Stunden, sondern 6 Stunden dauert hat. Und das war doch eine Belastung für mich. Mir selber geht es mittlerweile richtig gut, muss ich sagen, den Umständen entsprechend. Die Schmerzen sind erträglich. Ich verzichte aktuell auf Schmerzmittel, habe Novalgin, darauf verzichte ich aber aus eigener Entscheidung. Und ich müsste eigentlich auch nicht mit Krücken gehen, ich habe es ja im letzten Ausschnitt schon hergezeigt, weil ich voll belasten darf. Aber ich will mir erst gar keine Fehlhaltung angewöhnen. Und so verbringe ich heute halt den Tag, seit gestern eigentlich mehr oder weniger, immer wieder mal mit hin und her gehen und so weiter. Und das tut wirklich gut, so den Kreislauf ein bisschen in Schuss bringen. Ja, und nachher haue ich mich wieder ins Bett und dann schaue ich meinen Laptop rein und dann schaue ich, was so an Nachrichten auf YouTube reinkommen sind. Ja, die vielen positiven Nachrichten zum Dom-Video freuen mich halt gerade brutal. Also das ist richtig geil und es hat sich voll ausgezahlt für mich, dass ich im Vorfeld die ganzen Videos für euch geschnitten habe. Also richtig, richtig nice.
Ja, eine andere Sache, wo ich auch sehr froh bin, dieses Real Talk-Gedönse-Video kennt ihr. Ich habe gesagt, für Hater und Trolle ist kein Platz. Die wissen das zwar gerade nicht, dass ich im Krankenhaus bin, aber ihr könnt es euch vorstellen, das Gesudere geht auch weiter. Und das richtig Coole ist, ich habe es einmal kommuniziert und für mich ist das Ganze mit einem Mausklick, tschack, bumm, ist der Hater, der Troll, egal wer das ist, ob das ein XY-Hansel oder ein Erstbegeher von irgendeiner Route ist, ist mir scheißegal. Ein Klick und die Person ist blockiert und ich kann mich auf mich und meinen Gesundungsprozess konzentrieren. Also psychisch, körperlich etc. läuft alles genauso, wie es laufen sollte. Und das ist auch was, was ich euch weitergeben will. Haltet euch in eurem Leben nicht mit Leuten auf, die euch nicht gut tun. Wenn ihr 100% hinter dem steht, was ihr gern macht, dann macht das und pfeift auf die Meinungen von Außenstehenden, die keine Ahnung von euch haben können. Schaut euch das an. Ich genieße es. Es ist richtig schön. Burg Hohensalzburg. Da hinten schaut der Staufen ein bisschen vierer. Also echt cool. Meine Studienstadt, also mir taugt es echt sehr geil. Freunde sind füreinander da. Genau. Und da ist der Malde. Der Mann aus Mannheim. Der Mann aus Mannheim. Achtung, hinten alles offen. Was? Hinten. Ach, Scheiße. Da, schaut mal, wie er schaut, wenn er mal auf dem Rücken aufgeschlagen genau, hat. Genau, genau. Aber ich hab was dabei. Peinliche bayerische Grüße. Perfekt, geil, sehr nice, epic. Super, Mensch. Cool. Aber du bist schon relativ fit, ne? Ja. Ich hab mir gedacht, ich muss mich zusammenreißen und rausputzen, wenn der Mann aus Mannheim kommt zu mir. Okay. Alles klar? Ja. Apartment Bergverliebt ist auch da. Da schaut es, Werbung. Da eine Werbesendung. Da eine Werbesendung. Warte, ein schieres Gesicht. Und noch ein schieres Gesicht. Ja, gut, dass es nicht geklappt hat. Flotsche. Okay. Ich will jetzt einen Wiener Hofknick sehen. Schaut euch einen Wiener Hofknick im UKH an. Ja, mit den Turnschuhen gerade ein bisschen in der Spitzkehr. Ja, mit den Skischuhen geht das ein bisschen besser. Gebt einem einen fetten Daumen nach oben für den Hofknicks da. Herr der Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Ah ja, die drei Humpelhaxen. Ah nein, zwei sind wir. Zwei, ja. Jo, Sportsfreunde, ich bin jetzt kurz rausgegangen, um die Aufnahme zu machen. Heute ist Tag 4 Post-OP und ihr seht es, ich gönne mir da jetzt einen neuen Kaffee. Ich habe heute Besuch gekriegt, der Andi war heute da, der Markus aus Mannheim ist gekommen, so geil. Und der Flo ist eben auch noch gekommen. Und die richtig geile Message ist, die ich heute gekriegt habe in der Früh, ich kann morgen wieder nach Hause, ich werde entlassen und der Alltag hat mich wieder. 10 bis 14 Tage habe ich Sportverbot und danach kann ich wirklich alles wieder machen, was ich machen will. Darauf freue ich mich. Ich schalte jetzt mittlerweile schon wieder aus, weil jetzt mache ich mir einen schönen Abend. Macht es gut, ciao. Ja, liebe Leute, da seht ihr es. Das ist der Nagel, der mich eineinhalb Jahre begleitet hat und die ganzen Schrauben und Versteifungen, die meine Brustwirbelsäule von Brustwirbel 5 bis 12 versteift haben. Und das habe ich rausgekriegt, heute ist Tag 5 nach der Operation und ich darf jetzt dann gleich das Krankenhaus verlassen. Ich hoffe, euch haben die ehrlichen Eindrücke gefallen, ihr habt was mitnehmen können, vor allem Motivation mitnehmen können. Guten Morgen, Freunde des Alpinbergsports auf YouTube. Während im Hintergrund Heart of Steel von Manowar läuft und da mein Heavy Metal Steel um mich dumm liegt, habe ich mir natürlich zum gestrigen Video eure Kommentare schon durchgelesen. Den ersten Hinweis, den nehme ich mir natürlich gleich zu Herzen, weil ich schaue ein bisschen verrotzt aus. Heute ist Tag 7 Post-OP und der Max Höllweger, Arbeitskollege von mir, Servus Maxl, Gruß geht an die außer,
Max hat gesagt, ich sollte mich rasieren und ich glaube, das mache ich jetzt zum ersten Mal. So, jetzt müssen wir mal selber schauen. Ja, er hat schon recht. Also ein bisschen eine Rasur wird da nicht schaden. Ich glaube, ich mache das jetzt einmal. Wie schaut denn das aus? Voll fest, gell? Nein, das kommt weg, fix. Ja, fürs Erste erledigt. Max, ich hoffe, du bist zufrieden und das passt auch so für dich. Hinterlass mal einen Kommentar, ob das passt für dich. Weiter im Tagesgeschehen. Ja, zum Standardtag von einem YouTuber gehört es auch natürlich, die Kommentare zu beantworten, und ich nutze da gerne das interne Dashboard. Und da seht ihr es auch, das Watzmann-Video vom Juni, das wird noch immer fleißig kommentiert und geklickt. Also ich habe da wirklich brutal viele Kommentare zum Beantworten. Ich mache das am liebsten da drinnen und ja, einmal am Tag mache ich das einfach im Normalfall. Frisst Zeit, aber es ist richtig cool und es freut mich vor allem auch, dass zum Beispiel eben da vom Christian, danke fürs Feedback, dass da Monate danach die Videos auch noch so gut ankommen. Einfach genial, ihr seid die Besten. Ja, Freunde der Nation, heute ist der 13. September 2019. Das ist Tag 8, Postoperation. Ich komme gerade von meiner Hausärztin rüber, gehe nach Hause, mittlerweile sogar schon ohne Krücken. Seit 2 Tagen verzichte ich auf die Thrombosespritzen in Selbstverantwortung. Ich bewege alle 4 Extremitäten, belaste alle 4 Extremitäten. Jetzt bin ich auch gerade 1,5 Kilometer unterwegs, also das passt ganz gut. Für mich ist es vertretbar, wie da jeder damit umgeht, muss er selber entscheiden. Ich gestalte mein Leben in Selbstverantwortung und Eigenregie und da lasse ich mir von ihm einreden. Bespricht es allerdings natürlich selbstverständlich mit meiner Hausärztin, der ich vertraue. Aloha, liebe Leute, heute ist der 15. September 2019. Das ist Tag 9 Post-OP, beziehungsweise heute vor genau 10 Tagen war die Operation. Mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Ich habe die Krücken vor 3 Tagen weggeschmissen. Also nicht weggeschmissen, aber beiseite gelegt. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe bis jetzt eigentlich jeden Tag, also ab dem 2. Tag, seit ich zu Hause bin, 1,5 Kilometer mindestens zu Fuß zurückgelegt. Jetzt befinde ich mich gerade wieder am Weg. Heute mache ich 3 Kilometer zu Fuß ohne Krücken. Das Gangbild stabilisiert sich von Tag zu Tag, es wird immer besser. Und mittlerweile ist es für mich Zeit, dass ich mir Ziele setze. Einerseits will ich wieder mit Anfang Oktober gesund sein und fit sein für die Arbeit. Und das zweite ist eben auch, ich will einen gescheiten Berg machen. Was habe ich konkret ins Auge gefasst? Also es sollte schon eine geile Bergtour sein, sowas wie Königsjodler, vielleicht sogar die Watzmann-Überschreitung, das sind 2400 Höhenmeter fast. Oder vielleicht sogar auf den Großglocken rauf. Also sowas in der Kategorie habe ich mir vorgenommen. Das ist das Ziel, nach 3 bis 4 Wochen mehr oder weniger, nachdem man das ganze Zeug, das ihr eh schon gesehen habt, ja, aus dem Körper entfernt worden ist. Das ist ein sportliches Ziel, aber ich bin guter Dinge, dass ich es erreichen werde, erreichen kann. Und wann ich es erreiche, ich glaube, dann ist das für jeden von euch, der jetzt da zuschaut, Motivation genug, dass ihr selber euch in den Arsch tritt und Gas gebt und zart euch euer Leben selbstverantwortlich in die Hand nehmt und es mir gleich macht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich bin gerade am Weg Richtung Zauchensee. Heute ist der 21. September, das heißt Tag 16, direkt nach der Operation, und heute wird es ernst. Heute treffe ich mich mit einer Ruhe. Es wird auf dem ersten Berg 16 Tage nach der Operation gehen. Schauen wir mal, ob das Ganze hinhaut. Ich bin guter Dinge. Auf Esches Gattal. Da kommst du auch nur durch. Wenn du nicht recht viel mehr als 100 Kilo hast, so wie ich. Wie viel? U80. U80 muss man haben, sagt der Rupp. Ja. Ich glaube, mit 81 geht es ja auch noch aus. Ja, ich muss sagen, da ist es eigentlich ganz gut gegangen für mich.
Es war gut, dass ich 16 Tage seit der Operation nichts getan habe. Der Körper hat sich regeneriert wieder. Der Arzt hat gesagt, 10 bis 14 Tage Sportverbot. Sie haben mir auch gesagt, ich sollte idealerweise nicht oder nicht viel schwitzen. Da wird mein Turnmatten hat so viel Rücksicht genommen, dass das der Fall ist. Das heißt, die Wunden ist auch überhaupt nicht gefährdet gewesen und gefährdet. Ja, und jetzt stehen wir gleich am Gipfel. 750 Höhenmeter gemacht. Erste Tour seit fast einem Monat. Operation dazwischen, bei der massiv im Körper eingegriffen worden ist. Ohne Gehhilfe aufgekommen. Also da kann ich nur sagen, genial. Und es ist echt viel möglich, wenn man dran klappt, wenn man mit Experten zusammenarbeitet und denen auch vertraut und es einfach nur erwartet, bis es soweit ist. Jetzt sind wir auf die letzten Meter da oben. Herrlich! Schaut mal mein Gangbild an. 6 Kilometer, 16 Tage, massiv da in den Oberschenkel eingegriffen worden. Also ich fühle mich fast ganz normal und echt ganz gut wieder hergestellt. Ah, super! Herrlich, 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 genial. Mann, hab ich eine Freude, hab ich eine Freude. Riesengroße Freude, riesengroße Freude. Schön. Wenn ihr solche Geschichten öfter sehen wollt, dann seid ihr bei mir am Kanal richtig. Erstens will ich jetzt einen fetten Daumen auf von euch und diejenigen, die Motivation und Bergsport Montag und Donnerstag haben wollen, unbedingt jetzt meinen Kanal abonnieren. Glocken aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Ein Juchitzer wollen wir hören! Gewaltig! Mir hat er gefallen. Und euch? Sehr geil, oder? Sehr geil, danke. Fürs Begleiten, voll schön. Bevor ich jetzt zu meinen Schlussworten komme, möchte ich mit euch noch kurz erörtern, was eigentlich die Grundvoraussetzungen dafür gewesen sind, dass es mir möglich gewesen ist, innerhalb von 16 Tagen wieder auf den Berg zu gehen. Faktor 1 war definitiv eine gute Planung der ganzen Geschichte. Das Ganze ist mit März mehr oder weniger schon in die Wege geleitet worden und geplant worden. Ich habe im Vorfeld schon einige Dinge abgeklärt und geplant, damit das Ganze dann eben auch reibungslos vonstatten gehen kann. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Operation gut verlaufen ist. Auch wenn die Operation 6 Stunden gedauert hat, so ist der Körper doch nicht irgendwie zusätzlich irgendwie beschädigt worden und die Ärzte haben eine super Arbeit geleistet. Der dritte Punkt war, dass ich von Anfang an kooperiert habe, sowohl mit den Ärzten als auch mit den Physiotherapeuten vor Ort, dann eben auch die tadellose und professionelle Betreuung von meiner Hausärztin. Die Möglichkeit, dass ich mich mit den Physiotherapeuten und mit den Ärzten immer kurzschließen habe können, war ein wesentlicher Faktor, dass das auch stetig bergauf gegangen ist. Der vierte Punkt war, dass ich richtig aufgepasst habe, was ich mache. Ich bin ewig lang für meine Gefühle in der Ebene gegangen und das hat in dem Fall richtig gut getan und hat mir auch geholfen. Ich habe nicht zu früh begonnen, meinen Körper zu belasten mit Bergsport. Voriges Jahr habe ich 4 Monate nach dem Unfall, wo der Körper so brutal traumatisiert gewesen ist, schon eine Watzmann-Überschreitung gemacht oder einen Großglockner über den Stüdelgrat. Am 5-Monatstag bin ich am Weißhorn im Wallis draufgestanden. 3100 Höhenmeter war da die Tour, also das war einfach irrsinnig. Das ist ein Ding, das ich mir heute fast nicht mehr vorstellen könnte. Das war allerdings für mein Ego war das extrem wichtig, was ich da voriges Jahr gemacht habe. Danach habe ich einen Gang zurückgeschraubt, der Körper hat sich dann relativ gut erholen können.
Heuer habe ich wirklich die Ruhe in mir drinnen gehabt und habe mir Zeit genommen für alles, was eben wichtig ist, und habe darauf gewartet, dass ich starten Kinder habe. Ich habe jetzt da bei der ersten Bergtour, die ihr gesehen habt, 750 Höhenmeter im Aufstieg zurückgelegt. Das ist wahrscheinlich für einige, die da zuschauen, gar nicht so wenig. Für mich ist das allerdings wirklich eine kleine Tour, die aber in dem Fall auch schon mehr wie genug gewesen ist. Ich habe dann am Tag darauf noch eine Bergtour gemacht und in der Zwischenzeit bin ich gerade dabei, dass ich mich ein bisschen regeneriere. Und in ein paar Tagen schauen wir mal, ob es dann wirklich möglich ist, eine dieser großen Bergtouren, dieser großen Bergziele, die ich angesprochen habe, zu machen. Ob mir das gelingt, das könnt ihr bald sehen. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert und die Glocken noch nicht aktiviert habt, dann macht das. Dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung, ob mir das gelungen ist. In dem Sinn höre ich aber jetzt auch schon auf, bedanke mich bei jedem von euch herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, der Zusammenschnitt hat euch gut gefallen und er gibt jedem einzelnen von euch, der da jetzt gerade zuschaut, Motivation, dass ihr euch auch einen Arsch tritt, wenn es einmal nicht so gut läuft. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr das nur wollt und die Rahmenbedingungen dafür passen. Das ist die zentrale Message dieses Videos. Es wäre richtig, richtig geil, wenn dieses Video möglichst viele Menschen erreicht. Ihr könnt einen Beitrag dazu leisten. Wenn ihr das genauso seht wie ich, dass dieses Video Menschen motivieren kann, dann teilt es an alle Menschen, die Motivation brauchen, die einen Arschtritt brauchen, dass sie sich wieder erheben, dass sie aufstehen und wieder in die Welt rausgehen, dass sie lachen und dass sie das Leben genießen, weil um das geht es einfach. Und jetzt höre ich auf. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt hart und glaubt an eure Ziele, verwirklicht sie. Bis zum nächsten Mal. Ciao.